Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Gattuto, beim Clan True Warriors 2. Ja, Fail, so geht es nicht. Der Name der Folge hier, und ich habe das kurzfristig nochmal gedreht. Ich hatte nämlich eigentlich etwas anderes im Sinn, aber es lag mir einfach mal nahe, so ein paar Fails hier zu zeigen. Nicht von uns, noch nicht von uns, sondern eher vom Gegner. Aber ich will nochmal kurz in das Kriegslog reingehen, denn wir haben im Moment einen Clankrieg gegen einen Vierer-Clan und ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert hier. Die letzten 100 Tage werden hier ja immer drin gelistet und wer mir das nicht glaubt, also ich spule das hier jetzt mal ganz, ganz schnell nach unten. Also 100 Tage, wir haben noch nie gegen einen Clan gespielt, der niedriger war als uns, als wir. Hier haben wir mal 4-4, also das war noch auf Augenhöhe hier gegen die King of Samaran, aber danach nur noch. Also sehr, sehr häufig, vor allen Dingen im zweistelligen Bereich. Und das ist jetzt wirklich mal der erste, hier waren wir ja noch fünf, der erste Clan, der niedriger ist als wir. Ist auch sehr, sehr unüblich, aber scheinbar, nein, ich zweifle das Matchmaking immer noch an. Aber was ich hier heute gesehen habe, das ist einfach mal eine Folge wert. Und das soll nicht abwertend für den Gegner klingen. Das ist vielleicht dann eher hilfreiche Kritik. So geht es nicht. Und das fing hier schon auf unserer 15 an. Das ist eigentlich der Hammer. Ich meine, das ist eine RH7-Base hier. Und der Kollege kommt hier immerhin mit Dreier Drachen. Aber sein Problem, das sehen wir gleich zu Anfang, sind seine Zauber. Er hat hier zwei Blitzzauber auf 4 und hat einen Erdbebenzauber auf Level 2. Eigentlich reicht das, wenn er sie ein bisschen besser gesetzt hätte, glaube ich. Ich glaube, die Blitz waren so ein ganz kleines bisschen verpeilt. Ja, und jetzt stehen hier immer noch drei Luftabwehren. Und ich meine, der Rest der Base ist ganz klar Rathaus 7. Das ist absolut in Ordnung. Ich glaube, die Base ist jetzt nicht schlecht hier von Philipp. Aber jetzt kommen hier unten natürlich so ein paar Truppen raus, die Drachen so ein bisschen ablenken, so muss man es ja sagen. Und er hat jetzt zwar auch noch Loons im Backhand, aber was machen jetzt die Drachen? Ja, die fliegen jetzt natürlich schön außen teilweise die Felder ab und vor allen Dingen alles komplett gegen den Feger gesetzt. Ich meine, das hat er bestimmt gemacht, damit er zuerst auf die Luftabwehren trifft und dann später erst gegen den Feger. Aber hier hat es am Ende wahrscheinlich nur an der Zeit nicht gereicht. Also hier war schon, denke ich mal, in der Mitte entweder war alles down oder die Luftabwehr überlebt. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe den Angriff auch noch nicht gesehen. Diesen hier zumindest nicht. Zumindest so weit noch nicht. Und ihr seht das hier, der Feger, der kann einen echt abnerven. Kann man nicht anders sagen. Und hier in der Mitte die Luftabwehr. Ja, zack, da ist der letzte Drachen und dann kommst du dann nicht mehr ran. Du kommst nicht mehr an die letzte Luftabwehr. Das, was er hätte machen können, er hätte mit seinem King warten sollen. Denn der King muss noch gegen den gegnerischen King und muss noch gegen die Verteidigung und auch noch gegen die beiden Bodenverteidigungen. Das packt er natürlich an der Stelle nicht. Ich hätte mir den dann bis zum Ende aufbewahrt und wäre dann irgendwie hier durch die Mauer gekommen. Denn damit erwische ich die Luftabwehr. Er wollte sicherlich den letzten Bogenschützenturm hier irgendwie ablenken von dem letzten Drachen. Aber ja, ihr seht das, so bleibt das natürlich über und so bleibt das ein Fail. Also so nicht. Entweder, ich weiß nicht, vielleicht hätte auch der Erdbebenzauber es etwas besser machen können. Wir haben hier den nächsten kleinen Fail. Eigentlich eine coole Armee hier für einen Rathaus 8er, der mal gerade zu Rathaus 8 ist. Hat jetzt den Golem, hat die Walküren und hat auch die Päcker. Vielleicht hat er ja meine Folge gesehen, dass ich die Tage gesagt habe, nutzt diese Armee, um zu üben. Nutzt die Armee, um zu üben, aber ich meine, bei ihm fängt das jetzt schon mit dem Locken an. Ja? Also hier ein Mauerbrecher gesetzt und er hat ja nicht mal viel, er hat nur zwei Mauerbrecher. Vorne hat er ja eben schon mal einen Bogi gesetzt, aber so kannst du natürlich keine Clanburg locken, das ist ein Problem. Und deswegen, er wollte jetzt auch nichts opfern. Also hier kannst du natürlich nur Clanburg locken, entweder mit dem Hogrider, mit einem Riesen oder mit dem Päcker. Ja, der Päcker macht sicherlich vorne auch die ersten Gebäude kaputt und schafft es bis zu einer Mauer. Das schaffen jetzt natürlich die beiden Golems, gar keine Frage. Jetzt teilt sich allerdings die Clanburg. Das heißt also, ein paar laufen zum Golem nach hinten und ein paar laufen zum Golem nach vorne, beziehungsweise der Babydrache. Der kann hier ganz gemütlich den Golem bearbeiten, denn er kommt jetzt nicht mehr in die Base rein. Kein Mauerbrecher mehr dabei. Ja, und jetzt muss er zusehen, dass irgendwie hier der,
der Golem wenigstens so ein bisschen in die Mitte geht, macht er aber nicht. Der geht natürlich zur nächsten Defense, die dann hinter einer Mauer ist, und das ist der Bogenschützenturm. Also kriegt er jetzt schon mal nichts rein, ist aber hier oben ja in die Base reingekommen, das habt ihr gesehen. Und jetzt ist natürlich alles schön mittig in der Base und wird schön von außen beschossen. Auch die Base hier vom King Barbo ist ja noch, sind wir ehrlich, die ist ja nicht wirklich hoch, aber die ganze Zeit gibt es hier natürlich jetzt Beschuss von außen. Von außen nach innen rein, und die Valkyren mit dem King fressen sich hier zwar ganz gut durch, aber irgendwo fehlt jetzt so ein bisschen was, so fürs Ende. Ja, jetzt fehlen eigentlich so ein paar Hocks oder so, und ich habe jetzt aber nicht mitgezählt, wie viel Trupp mehr hat, aber naja, ich meine, er hat es jetzt am Ende ja nicht geschafft. Es blieb bei einem Stern, wenn auch knapp. Es sind 47%. Das gleiche hat er hier probiert, also auch, der 13er war es wieder. Und auch der Angriff auf mein Dorf war eigentlich gut. Eigentlich war gut. Ich zeige mein Dorf hier, das hat noch nie gehalten. Also es hält sehr, sehr selten, so muss ich sagen. Ich bin ja so ein fauler Basebauer. Deswegen verstelle ich hier ab und zu mal nur ein Bäumchen oder gucke mal, dass vielleicht eine Luftbombe ein bisschen umgebaut werden muss. Mehr mache ich hier an so einer Base nicht. Und der Angreifer macht es eigentlich genau richtig. Er macht genau letztendlich die richtige Luftabwehr weg. Denn entgegen des Fegers bzw. in den Rücken des Fegers kommt er jetzt hier mit seinen Drachen rein. Das ist eigentlich auch noch ganz gut. Sätze auch schön verteilt erstmal, sodass die weitflächig jetzt den Schaden auf sich nehmen. Ja, ich meine, hinten haben die Drachen gut zu tun mit den Lagern hier um das Rathaus herum. Aber in der Mitte hat er eigentlich genug hier für meinen Drachen, der aus der Clanburg kam. Und der ist hier mit dem Giftzauber auch schön Geschichte. Jetzt hat er den einen Wut. Also eigentlich alles noch gut hier. Und kommt hier noch ganz gut in die Base rein. Jetzt ist die Luftabwehr weg. Und ja, die Teslas reißen es jetzt so ein bisschen. Da kommt jetzt eine Luftbombe. Schade eigentlich, dass die da für den Ballon kam und nicht für irgendeinen Drachen. Aber hier konnte man jetzt schon sehen, jetzt wird das eine enge Kiste. Jetzt versucht er seinen Drachen hier in die Base reinzukriegen, indem er einen King setzt. Klappt aber nicht. Jetzt geht der Drachen wieder rein. Und ich habe hier jetzt eigentlich nur noch zwei Luftverteidigungen, nämlich den Tesla, der macht jetzt nur so ein bisschen Piekserschaden, und habe hier unten noch den Bogenschützenturm. Ein Drache ist noch da, der muss sich jetzt erstmal um die Clanburg kümmern. Und nicht um die Clanburg, um das Rathaus. Und jetzt geht allerdings schon sein King drauf. Und der Bogenschützenturm kehrt natürlich jetzt gleich dem Drachen wieder die Pfeile zu. Aber der schafft es auch gerade so. Guckt euch den Drachen an, wie knapp der, da kann man jetzt gar nicht sehen, weil er nicht mehr beschossen wird. Also der hat kein Leben mehr, aber hier hat es halt an der Scheid gescheitert. Und so waren das hier leider auch auf diese Base erstmal nur zwei Sterne. Ich hätte fast gesagt, schade auch für den Gegner, weil der Angriff war eigentlich gut. Aber ich habe noch einen Angriff hier im oberen Bereich gehabt. Ich muss mal eben schauen. Das war der Einsterner hier vom 7er auf den Evel, auf die Desiree. Und die Base hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, habe ich festgestellt. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Aber wie der Gegner hier reinkommt, grenzwertig. Also hier mit zwei Golems auf dem Bogenschützenturm. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Jetzt versetzt er die noch in Wut, warum auch immer. Ich meine, ja, kann man machen. Damit die hier vielleicht durch die Mauer gehen, weil er hat ja keinerlei Mauerrechner, weil wirklich keinen. Und warum? Warum in dieses kleine Viereck hier? Da ist nun ein Kanönchen noch drin. Und er zieht ja jetzt auch nicht so wirklich großspurig das Feuer hier auf sich. Und wir werden am Ende auch feststellen, dass irgendwie so ein bisschen was fehlt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher rein. Er kommt hier jetzt mit Pekka und Valkyren, paar Magier noch dahinter. Das war auch gar nicht mal so schlecht, denn aus der Clanburg kommt immer natürlich ein bisschen Luft raus. Jetzt kommen hier noch die Hexe, der gönnen wir mal wieder Augenmerk. Der Clanburg-Hexe, denn die kann immer wieder die Skelette nachspawnen. Ihr seht das hier, die Valkyren sind die ganze Zeit hier in der Mitte beschäftigt mit den Skeletten. Und die Hexe ballert natürlich auch, macht ja auch Schaden. Jetzt nochmal Skelette und jetzt auf King und Queen. Und die sind die ganze Zeit damit beschäftigt. Jetzt rage dann natürlich sein King, damit er ein paar Barbaren in der Base hat. Riesenbombe. Und dann ist das hier gewesen mit der Truppe. Was ich besonders cool fand, muss ich sagen. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ach doch, die Golems. Das ist ganz witzig. Da müsst ihr gleich mal drauf achten. Die Golems schaffen es nämlich noch hier in die Base. Und dann kommt hier so ein richtig schöner, so ein Doppelstrahl. Doppelstrahl auf den Golem hier in der Mitte. Nämlich
jetzt. Ist das cool? Volle Power hier auf den Golem. Und ja, der schafft es natürlich nicht mehr weit, schafft es auch nicht mehr, die restlichen Prozente hier zu reißen. Also, na, nochmal, glaube ich, einen netten, ja, wir nennen das mal Fail. Also, wie gesagt, so geht's nicht. Könnt ihr, also die Base hier könnt ihr euch mal wegschneiden. Die ist nämlich, glaube ich, gar nicht mal schlicht, vor allem, wenn die Max Out ist. Hält die sicherlich ganz gut, ja. Sonst sieht das eigentlich, ja, ganz durchwachsen hier aus. Ich meine, unten im 8er Bereich, da müssen einfach vom Gegner noch Dreier fallen. Das machen wir im Moment ein bisschen besser. Denn hier unten brennt überhaupt nichts an. Wir sind jetzt dabei, die 9er zu machen. Ja, was liegt's nah? Ich habe eine Armee dabei, Leute. Nur für euch hier mache ich den. Ich muss mal gerade gucken, wer hier ist. Es ist diese unbequeme Base hier. Mal sehen, ob das weitergeht mit den Fails. Ich wechsle jetzt aufs Tablet. Das mir nehme ich lieber. Und dann machen wir diese Base hier live. So, wie angedroht, habe ich aufs Tablet gewechselt. Ihr seht das hier rechts und links. Die schwarzen, die berühmten bösen schwarzen Balken. Und wir gehen auch sofort rein ins Geschehen hier. Warum will ich die 6 eigentlich als erstes machen? Ich bin hier relativ hoch gelistet mit dem Donnerbengel auf 5. Mache aber nicht den Gegenüber, denn hier oben haben wir schon mal die ersten Sterne rausgeholt. Das ist kein Fail hier, das ist nur Locken gewesen vom MP. Denn der hatte unten leider nichts mehr zu tun. Im unteren Bereich habt ihr eben gesehen, ist schon alles zu. Also 8er sind alle weg. Jetzt geht es daran, die 9er und 10er hier zu machen. Die 10er, denke ich mal, sind bei uns die Ziele, sind klar. Ich meine, ihr seht das hier am Ergebnis vom Evil 87%. Also das ist schon ein starker Angriff gewesen. Und wir wollen hier jetzt aber uns nochmal den 6er angucken, was ich mir dabei denke. Also dann könnt ihr das auch unter einer Taktikfolge abhaken. Den will ich mit Golalun tatsächlich machen, auch wenn der die drei starken Luftabwehren hier genau in der Mitte hat. Denke ich mal, könnten meine Ballons relativ gut hier durch die Base hier pesen, beziehungsweise könnten hier vermutlich eigentlich ganz gut die ganzen Defense-Gebäude hier schaffen. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht just for fun oder so, sondern das ist schon, so habe ich das geplant. Ich will hier oben also die Luftabwehr wegmachen. Natürlich die gegnerische Queen und vielleicht sogar noch die Luftabwehr wäre optimal. Ich lasse auf jeden Fall gleich ein Golem hier oben raus, vor dem Lager. Und ein Golem lasse ich hier, ja, das könnte jetzt zwiespältig werden. Das mache ich nicht. Das Ding muss erst weg. Also ich denke mal, ich setze hier erstmal Magier. Der wird zwar ein bisschen Beschuss bekommen, aber wenn der Feger weg ist, dann habe ich hier in diesem Drittel hier keine Defense mehr. Und mein Golem, den ich dann hier irgendwo setze an der Mauer hier, der geht ja zur nächsten Defense. Das heißt, er geht der Queen entgegen. Und das ist genau das, was ich will. Ich habe keinen Mauerbrecher heute mal dabei, sondern nutze für die Mitte den Springzauber. Mal gucken, ob meine Truppen überhaupt so weit kommen. Und dann gehen wir aber trotzdem erstmal rein ins Geschehen. Ihr kennt, das ist eine typische Golalun-Armee hier. Die Lakaien habe ich so ein bisschen fürs Cleanup mit und auch die beiden Bogenschützen. Hab mal etwas weniger Magier mitgenommen. Ich habe Bolaner Clanburg. Mal gucken, die gegnerische Clanburg wird sehr, sehr spät kommen. Mal sehen, was da rauskommt. Und wir gehen einfach mal rein. Also hier in Attack. Und so wie ich es mir gedacht habe, so will ich es ja auch durchführen. Ich setze hier jetzt erstmal den Magier. Mal gucken, ob der das schafft. Ah, der schafft das nicht. Ja, tolle Wurst. Mann, Mann, Mann. Okay, wenn der Magier das nicht schafft, dann muss ich jetzt mal mit einem Loon ran. Der fällt jetzt auf jeden Fall. Okay, dann ist der schon mal weg. Und so wie ich es geplant habe, den setze ich hier. Der geht hier auf den Feger. Und den setze ich da. Der geht schön in die Mitte. So habe ich mir das ja ausgedacht. Ich setze schon mal die Queen. Und ich setze auch schon mal den King hier. Und auch die Bowler-Meute. Ich denke mal, die geht auch. Ja, die wird auch irgendwo reingehen. Schätze ich mal. So, jetzt muss ich aber da hinten auch noch einen Magier setzen. Wäre zumindest nicht schlecht. Jetzt muss ich mein Gift schon mal bereithalten. Denn jetzt geht das ja gleich schon Richtung Clanburg hier. Also noch sieht es ganz gut aus. Oh, King und... Ah ja, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Meine Queen nehme ich nicht damit drin hier. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon so ein bisschen was geschafft. Und nehme jetzt schon mal 1, 2, 3. Den lasse ich mal so starten hier. 1, 2, 3. Und dann sollen die hier jetzt mal so ein bisschen beschleunigt durch diese Base gehen. Ich weiß nicht, wie die hier jetzt laufen werden, beziehungsweise fliegen werden. Ah, ach, da hat ein Troll-Tesla. Oh, nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ist aber nicht so schlimm. Und sieht ein bisschen durcheinander, nach einem kleinen Durcheinander hier aus, ist es aber nicht. Alles geordnetes Chaos hier beim Toto. Und da hinten ist der Bowler schon mal beschäftigt. Dann kann ich hier leicht anfangen mit Cleanup. Meine Queen hat da hinten in jedem Fall überlebt. Habe ich denn überhaupt mal so ein paar... Ich habe nicht mal Lava-Welpen hier in der Base drin.
Oh, das ist natürlich doof, aber ich habe genug Cleanup, glaube ich. Ich denke mal, so konnte man die knacken. Das sah jetzt ein bisschen durcheinander aus. Ja, aber es ist mir gelungen und von daher ist das hier auf jeden Fall erstmal ein sicherer Dreistern. Ich werde gleich noch einen Angriff machen. Ich hoffe, das freut euch, dass ich hier heute mal zweimal live dabei bin mit dem R9. Auch ganz andere Armee. Also kein Gulalun, sondern ein Lupenrein Gohok. Auch mal ganz kleines bisschen umgewandelt und erstmal die sicheren drei Sterne hier reingefahren. Ich denke, das war jetzt mal in Ordnung. Und meine nächste Armee ist schon fertig. Ich muss jetzt nur eben die Helden regenerieren lassen. Und dann mache ich auch meinen zweiten Angriff. Den mache ich auf die Nummer 4. Also ich gehe ein bisschen höher. Ich glaube, das kann ich ruhig wagen. Denn wir haben noch etliche Angriffe auch im 9er Bereich. Die Base können wir uns ruhig schon mal anschauen. Die wirkt auf den ersten Blick ja Hog Rider unfreundlich. Ich will mal gucken, ich habe richtig eine Masse dabei und mal sehen, wie mir das gelingt und ob mir das gelingt hier mit meiner Truppe. Vielleicht wird das ja doch noch der Fail, der hier in dieser Folge jetzt noch fehlt, von uns zumindest. Und kurzer Cut und dann bin ich sofort wieder bei euch. Exakt 23 Minuten später geht es jetzt auch los in den Angriff. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen, dass der King noch ein bisschen gebraucht hat, weil den hat es natürlich geschrotet und die 4 macht gerade der Chris ja super. Das ist jetzt Zufall, das ist keine Absprache. Das könnt ihr hier sehen im Clanchat. Also wir haben uns hier nicht abgesprochen, dass er jetzt hier die Nummer 5 macht. Aber wir gucken uns das mal an, wie er die Base hier denn angeht. Die hatte ich auch erst im Fokus. Wusste aber nicht, von welcher Seite Massen die jetzt mit diesen komischen 4 Feldern hier. Ist das bestimmt ein bisschen tricky hier. Mal sehen. Queen geht aber jetzt schon schön in die Mitte rein. Und auch der Chris ist ein RH. Ist ein RH9. Ja, doch, ist ein RH9. Und mal sehen, der hat zwei Wut dabei, hat auch zwei Eil dabei, okay. Und versucht ja auch einen Gulalun, sehe ich jetzt gerade. Okay. Gucken wir uns das mal an. Sieht aber eigentlich schon mal gut aus. Eine Luther wäre schon mal weg, aber jetzt ist natürlich ein bisschen wenig in der Base. Mal sehen, dass er hier außen noch ein bisschen was räumen kann mit den Bolern zumindest. Die Außendefense-Gebäude hier. Mal sehen, von wo er jetzt reinkommt. Denn er hat keinen Feger gepackt hier. Ah, das könnte natürlich ein Problem sein. Denn die machen den Loons jetzt gleich hier sicherlich das Leben etwas schwerer. Mal sehen, zwei Hunde hier rein und die Loons dahinter. Mal gucken, ob er das mit Eil packt. Die Queen sollte in jedem Fall überleben hier, dass die ein bisschen außen weitergeht. Und jetzt muss er hier aber auch wirklich schon richtig was reinzücken. Ah, jetzt kommen die Skelettfallen da aus der Mitte. Die Luftfallen, ja. Eieiei, da, aber ihr seht das ist eine ganz schwierige Geschichte hier. Die Loons kommen hier so gut wie nicht voran und das ist natürlich ein Problem. Beide Hunde sind jetzt schon weg und mal gucken, mal sehen. Noch ist hier ja nicht alles zu Ende, also es kann ja noch was gehen, aber ja, die Luftabwehr ist da dann einfach zu stark mit den beiden, mit dem X-Bogen hier im Heck der beiden, ja, noch nicht Max-Out Teslas, aber naja, gut, wir haben noch genug Angriffe. Ich mache trotzdem die 4, denke ich mal. Auch wenn das jetzt der nächste Fail wird. Haben wir mal einen Fail von den Two Wars 2, also hat der Chris aber eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Aber wir haben oben noch reichlich Angriffe, um das Ganze auszubeuteln. Und ich nehme trotzdem schon mal die Nummer 4 hier jetzt ins Korn. Jetzt gucke ich mal, ob ich da meinen Go-Hawk machen kann, ja. Beim Gohok muss ich in jedem Fall der Queen entgegenkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe heute mal ein bisschen, ja, ich habe zwar ein paar weniger Magier hier, aber mal sehen. Ich check jetzt einfach mal, wie ich hier reinkomme. Ich habe einen Packer mit dabei. Ich habe ja gesehen, oder wir haben ja gesehen, in den letzten Videos, dass die sind gar nicht mal schlecht, so diese Packers. Und jetzt gucke ich mal, wie ich mit meinen beiden Golems hier reinkomme. Ich denke mal, ich nehme erstmal einen, brauche dann ganz, ganz schnell hier auch den Packer. Hat einfach den Hintergrund, der soll mir die Queen wegmachen. So, jetzt muss man mal gucken, da schießt der Minenwerfer und jetzt kann das hier, ja, jetzt kann das in die Base reingehen. Was habe ich in der Clanburg? Ah, ich habe schon wieder Bowler in der Clanburg. Vielen lieben Dank, lieber netter Clan hier. Wir springen hier mal. Ich wusste jetzt nicht, der Sprung hätte ein bisschen weitergehen können. Der Sprung hätte in jedem Fall weitergehen können. Und was auch auf jeden Fall weitergehen muss, ist der Giftzauber hier. So. Jetzt kommt es. Ich nehme hier hinten meine ganzen Hogs jetzt mit rein. Also wirklich Mess-Hogs entgegen des Kings hier. Entgegen des Kings. Denn die Defense ballert jetzt eigentlich ganz gut hier in die Base rein. Und jetzt geht das schon mal durch die Base hier durch. Jetzt habe ich zwar gleich ein paar Skelette an der Hacken. Aber gucken wir mal, wie weit hier meine Hogs jetzt kommen. Ich gifte hier jetzt mal. Denn
Oh, der Heil war, glaube ich, noch ganz, der Heil war, glaube ich, noch ganz gut. Ich gucke mal, wo ich den nächsten Heil jetzt nochmal ansetze. Ich denke mal, oh Mann, ey. Der scheiß King hier. Oh nein, scheiße. Oh, der war richtig scheiße, der Heil. Oh. Naja, ein 2-Sterne-Fail wird es in jedem Fall. Scheiße, ich hätte den Heil eher ersetzen müssen, als die noch am Magierturm waren. Ich weiß, der King rennt ja die ganze Zeit den Truppen hinterher. Und der geht ja echt, der rennt, der hat ja nur einen kleinen Radius, aber der rennt den Truppen gnadenlos hinterher. Und macht hier einen Hock nach dem nächsten. Ich habe das aber ganz bewusst gemacht. Eigentlich sind die Hog Rider etwas schneller und wenn ich die mal schön in Heilung halte, dann irgendwann sind sie raus aus der Range. Aber hier habe ich jetzt noch ein bisschen zu viel Defense und die Queen macht jetzt auch ein Mäuerchen hier. Ach, Mann, Mann, Mann. Naja, ist nicht so schlimm. Ist kein ganzer Fehler. Ich zünde sie jetzt hier, damit dieser blöde King hier jetzt wenigstens weg ist. So, da hast es. Und auch hier hinten ist jetzt alles kaputt, aber jetzt kriegt meine Queen hier natürlich jetzt Beschuss an der nächsten Mauer von dem Bogenschützenturm. Da kommt sie jetzt. Ja, sie kommt noch ran. Aber ich habe natürlich jetzt nur noch 31 Sekunden hier. Das wird nicht reichen hier. Das bleibt bei einem 2-Sterner. Denn hier so eine 10er-Mauer mit einer 26er Queen. Da brauchte ich schon mal ein paar Schuss drauf. Da hätte man jetzt mal mitzählen können, wie viele das sind. Und das ist natürlich Zeit, die einem hier wegläuft. Der Bombenturm ist jetzt nicht ganz so schlimm. Der schmeißt jetzt vielleicht einmal. Ja, einmal genau. Und naja, die Hogs müssen es hier halt reißen, aber ich denke mal, so hoch kann man die Base doch machen. Mal gucken. Jetzt hatte ich nur 19 Stück dabei mit einem Packer und muss ich mir noch meiner Wiederholung angucken. Die 2 Sterne sind hier erstmal drauf. Ja, aber kein 1-Stern-Fail hier, also gerade noch mal so Glück gehabt, Toto. Und es sieht aber trotzdem ganz gut aus hier, denke ich mal, im CK. Hier oben haben wir auch schon 2 Sterne vom Killerwal drauf geholt. Und wenn die 10er hier jetzt noch ansetzen, hier unten haben wir etwas leichtere 900. Die wollte ich jetzt, also die wollte ich wirklich nicht machen. Das sind Bases hier, ohne anzugeben, das sind 3 Sterne mit Ansage. Und die hätte ich jetzt natürlich machen können, aber wir haben natürlich auch noch ein paar. Ah, den hatte der Alex schon gemacht. Okay. Das sind natürlich Bases hier. Die sind, ich will nicht übertreiben, aber sie sind etwas zu leicht für mich. Und wir haben auch noch andere 900, die sollen hier auch ihre Chancen bekommen. Deswegen konnte ich ruhig mal ein bisschen nach oben gehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen hier mit den Live-Angriffen. Und ich verfolge das Ganze ein bisschen weiter. Fange jetzt an zu drehen, der Dorfbesuchsfolgen. Aber hatte ich ja gestern schon gesagt, dass ich das abends immer mache. Und ja, wir nehmen ihn mal mit rein. Das ist nämlich ein 8er auf den 9er. Mal gucken. Das ist schon ziemlich schwer, muss man so sagen. Aber der Maxim versucht das ja einfach. Finde ich auch gut. Hier kommt jetzt eine 30er Clanburg raus. Also haben wir eben gesehen, bei den anderen beiden Angriffen auch immer Drache, 2 Loons. Und mal sehen, ob er die wenigstens wegbekommt für die restlichen Truppen hier, nämlich seine Hogs. Aber das sieht ganz gut aus. Die Clanburg ist weg. Jawohl. So, jetzt hat er 4er Hogs hier. Die sind nicht schlecht. Und für so eine Base hier, mal gucken, er kommt ganz gut rein. Hat natürlich nicht ganz so viel Zauber wie ein 9er. Aber er hat hier genau 3 Heil genommen, das ist auch nicht schlecht, aber die müssen jetzt alles machen hier, die Hog Rider. Sind wir ehrlich, hier gibt es kein Golem mehr, kein gar nichts. Die müssen jetzt tanken hier. Und auch hier wieder in der Mitte das kleine leidige Problem. Der King hier, der haut alle rum. Und auch die Skelettfallen hier. Ich denke, ist nicht so schlimm, auch wenn das hier jetzt ein 0-Sterner wird. Er hat's probiert. So ist das nun mal als RA8, wenn unten alles zu ist, dann versuchst du hier irgendwo. Ja, vielleicht einen 1-Sterner rauszukitzeln oder so für dich. Es gibt ja den Bonus, gibt sowieso so einen kleinen, diesen kleinen Trostbonus. 46, auch mal gucken. Aber der King ist in Mitte. Der ist nicht stark, aber er ist 8 und der macht Schaden an Level 4 Hogs. Schade, Mann. Aber gut gemacht hier, Supermax. 46%, das lässt auf jeden Fall hoffen. Und schön geübt hier. So sieht das gut aus. Jetzt muss ich mich ja verabschieden. Bis dahin, euer Toto. Flash.